Hallo zusammen, ich habe hier ein Mercedes Bürstner Wohnmobil, ein Harmony Line. Und wir haben den Original-Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank von Tedford. Das verlinke ich euch, welches Modell. Rausgeschmissen und ein Kompressor-Kühlschrank eingebaut. Wir schauen uns das von innen her an und dann außen die Technik. Wir sind hier im Wohnmobil. Also das ist jetzt knapp ein Jahr alt. Und wir haben hier den Kühlschrank, das ist ein 150 Slim, eingebaut. Wir haben also hier den Kühlschrank mit dem Tiefkühler oben drin. Man sieht es da relativ schlecht. Und unten dran Kühlschrank und hier unten ein Auszug für Getränke. Und ja, 150 Liter. Ich mache euch in der Endcard ein Video über den Kühlschrank, über die technischen Daten. Und schauen wir uns das Teil von außen her an. Original hat es hier oben vom Tedford, ist das Kühlgitter und unten das Kühlgitter. Und hinten haben wir 17 cm Platz. Es steht noch fast ein bisschen zum Loch raus, ist das Kühlaggregat. Das ist ein BD50 Kompressor von Seckop. Wir haben hier den Wärmetauscher. Wir ziehen also hier direkt die warme Luft an zum Kühlen und blasen die hier wieder aus. Hier sehen wir den Abfluss vom Kondenswasser. Ja, mehr kann man hier nicht sagen zu diesem Einbau. Hier steht das Kühlaggregat faktisch draußen. Das heißt, wir haben den Lärm draußen vom Kühlaggregat und auch die Abwärme ist direkt außerhalb vom Wohnmobil. Idealer Einbau in diesem Bürstner Wohnmobil. Ja, somit wünsche ich euch, ich verlinke euch hier das Video vom Kühlschrank. Hier ein anderes Video vom identischen Kühlschrank und wünsche euch hiermit einen schönen Tag.